raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen. Bei sommerlichen Temperaturen schwitzen rund 350 Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren 4 Wochen lang bei Sport, Spiel und Action auf der Anlage des SC Siemensstadt. Ich mache Sport sehr gerne und wollte auch mal was Neues ausprobieren und deswegen bin ich hierher gekommen. Mir hat am besten gefallen, dass die hier so viel mit uns unternommen haben. Man hier einfach sich austoben kann. Die Plätze sind schnell ausgebucht und das Orga-Trainerteam lässt sich einiges einfallen, um die Kids bei Laune zu halten und deren Drang nach Bewegung gerecht zu werden. Aufgeteilt nach Altersklassen sowie Schwimm- und Sportgruppen starten die ersten Trainingseinheiten. Die fachkompetente Leitung legt hierbei sehr viel Wert auf das soziale Gefüge und vor allem die speziellen Bedürfnisse der Kinder. Denn jeder soll entsprechend und der individuellen Fähig- und Fertigkeiten innerhalb der Gruppe integriert werden. Gemeinsames Lernen und Erleben ohne Vorurteile. Ich fand es einfach toll, mit den Kindern zu arbeiten, weil die alle so unterschiedlich waren und das ist einfach schön. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Trampolinparks Jump House, ein Ort, bei dem Kinderaugen zu strahlen beginnen. Zahlreiche Attraktionen erwarten die Camp-Teilnehmer, die coole Challenges, Team-Action und eine unvergessliche Zeit versprechen. Ob beim Reaction-Jump, bei dem es vor allem auf Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit ankommt, oder in der Battlebox. Hier treten je 2 Sportbegeisterte gegeneinander an. Wer dort wohl länger stehen bleibt? Aber das Jump House ist halt schon was Besonderes, weil hier Spiel und Spaß natürlich ganz extrem zusammenkommen durch die Hüpferei und das ist auch noch gesund. Einmal Körbe werfen wie Dirk Nowitzki, das geht im Slam Jump. Denn vor den Körben in verschiedenen Höhen hilft ein langes Trampolin ganz einfach beim Abheben. Dass man anschließend einen kurzen Erfrischungsstopp beim Ventilator einlegt, ist definitiv verständlich. Weiter geht's aber. Beim Video Jump werden die Kinder selbst zu Actionhelden. Springen auf Bäumen und Gegenständen oder besiegen virtueller Gegner. Spaß ist hier auf jeden Fall vorprogrammiert und nach 90 Minuten sind die Mädchen und Jungs glücklich und erschöpft. Mir hat gefallen, dass wir heute sehr, sehr viel Spaß hatten. Der nächste Tag beginnt für die Kids dann frühmorgens im Schwimmbad, denn das Sportabzeichen steht an. Natürlich darf dabei auch der Spaß nicht zu kurz kommen und nach erbrachter Übung darf ordentlich geplanscht werden. Ich fand es aber auch toll, dass wir zusammen eine Gruppe waren und dass wir das immer zusammen gemacht haben. Vom Becken geht es danach auf die Bahn für den Langlauf und weil das noch nicht alles ist, wird im Anschluss auch noch in der Halle gesprungen. Diesmal nicht auf Trampolin, sondern mit dem Springseil oder aus dem Stand. Auch diese Übungen sind Teil des Sportabzeichens. Ich kann jetzt besser sprinten, ich kann jetzt Saltos. Am Nachmittag gibt es das volle Sportprogramm und vor allem eines: Vielfalt. Leichtathletik, Wushu, Judo, Floorball oder Tischtennis, was darf es denn sein? Im Sommercamp können sich die Kids ausprobieren und neue Sportarten kennenlernen. So hat jedes Kind seinen ganz eigenen Favoriten. Das Floorball. Hockey hat mir sehr gefallen, als wir das gespielt haben und ja, ich finde es immer schön, wenn wir dann immer nass gespritzt werden. Tischtennis und Hockey. Aber auch außersportliche Aktivitäten stehen auf dem Programm, wie zum Beispiel bei der Schnitzeljagd. Mit Straßenkarte, Block und Stift geht es für die Kids durch Siemensstadt und den Jungfernheidepark. Auf dieser Strecke gilt es, unterschiedliche Rätsel zu lösen und Aufgaben zu bewältigen. Hat man das richtige Lösungswort gefunden, heißt es dann einmal buddeln, buddeln und nochmal buddeln, bis man sich dann mit dem Schatz belohnen kann. Unsere Kollegin hat das in sehr viel Mühe und Kleinarbeit ausgearbeitet und es war mal nicht digital, sondern alles manuell und alles analog und trotzdem hat es den Kindern gefallen, durch den Wald zu laufen und dann hinterher einen Schatz zu finden. Das war schon sehr schön. Die Zeit vergeht wie im Flug und so heißt es am Ende der Woche den Kindern Lebewohl zu sagen. Doch bevor es soweit ist, genießen die Kinder, Betreuer und Trainer den Tag noch einmal in vollen Zügen. Am besten gefallen haben mir die Aktivitäten und der Sport, halt, den wir gemacht haben. Und die Betreuer waren auch sehr nett. Im Rahmen des Abschlussfestes am Nachmittag teilt die Showgruppe Reverse mit den Camp Kids ihre Leidenschaft, verpackt mit coolen Schritten und Hebefiguren in einer Akrobatik-Session. Ob Geschwister oder Eltern oder Betreuer und Kids, alle sind begeistert. Zudem wird die Gewinnergruppe der Mini-Wettbewerbe geehrt und jedes Kind erhält das deutsche Sportabzeichen.
Dazu gibt es für jeden einen Preis, was die Erinnerung an tolle und ereignisreiche Sommerferientage auf der Anlage des Vereins unterstützt. Mir hat sehr Spaß gemacht, mir sind auch die Kinder sehr ans Herz gewachsen. Der perfekte Abschluss, das perfekte Ende für ein anstrengendes, aber wirklich sehr cooles Sommercamp. Und so manche träumen schon heute vom Camp beim SC Siemensstadt im nächsten Jahr. Schließlich heißt es dann auch wieder, raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen.